Wir haben eben die Bücherkiste gesehen, so fast im Vorbeigehen. Die ganz, eine ganz prägende Geschichte hier aus der Region ist die Bottropper Bücherfund, eine Kiste mit Büchern, die 1989 auf einem Dachboden gefunden wurde. Sie lag dort 40 Jahre in Erwartung, dass ihre alten Eigentümer sie wieder in Besitz nehmen. Sie kamen nicht zurück. Ein ganz beeindruckendes Museum mit seiner Dauer- und Wechselausstellung, die nicht nur auf die Geschichte ein Schlaglicht werfen mit dem klaren Schwerpunkt Westfalen, hier Dorsten, auch das Ruhrgebiet, sondern auch jüdisches Leben in der Gegenwart beschreiben. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, auch immer wieder jungen Leuten zu vermitteln, dass jüdisches Leben existiert, dass es real auch heute eine Gegenwart in Deutschland hat und auch ganz normal ist als Teil unseres Lebens. Sie leisten damit einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft. Nordrhein-Westfalen ist ein Land, das seine Stärke aus Vielfalt zieht, aus Weltoffenheit. Und deswegen zeigen wir auch ganz klar, wir stehen gemeinsam an der Seite der Jüdinnen und Juden in unserer Mitte. Wir wollen die Sichtbarkeit, wir wollen die Normalität jüdischen Lebens in unserem Land. Und wir sind stark, wenn wir daran gemeinsam arbeiten, im Wissen um die Geschichte, aber auch mit einem klaren Blick nach vorne. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.